Willkommen zurück zum zweiten Teil aus unserer Videoreihe zum Thema Hüfte heute. Wir hatten uns in der ersten Fassung sehr, sehr viel mit der Rotation beschäftigt und möchten uns jetzt ein bisschen mit der Extension beschäftigen, die natürlich aufgrund des hohen Sitzkonsums, den wir täglich leider haben, sehr, sehr eingeschränkt ist. Vor allem im Hüftbeugerbereich ist die Eingeschränktheit sehr, sehr hoch. Drei geile, coole Übungen, die euch da dagegen helfen, ist eine sehr, sehr klassische. Ihr seht hier in Ecki, wie ihr in eine Ausfallschrittstellung geht. Ihr versucht komplett im 90-Grad-Winkel zu sein, euer Becken erst aufzurichten. Das heißt, dass ihr erst in dieser Seite den Gluteus aktiviert und dann leicht in die Bewegung geht. Was ihr machen könnt, ist, um das ein bisschen dynamischer zu gestalten, ihr nehmt den Arm mit nach oben. Das heißt, ihr geht in die Bewegung, versucht aber hier der Bewegung zu widerstehen, dass ihr hier die Spannung immer haltet. Auch von der Wiederholungsanzahl 10 bis 12 Stück, hier geht es immer um Qualität und nicht um Quantität. Sehr gut. Natürlich beide Seiten nicht vergessen. Auch hier werdet ihr vielleicht feststellen, dass die eine Seite ein bisschen eingeschränkter ist. Manche Leute haben eine leichte Rotation auch in der Hüfte. Die nächste Übung ist eine kleine Variation, auch in der lateralen Extension. Wir gehen in eine folgende Ausgangsschrittposition und am Anfang versuchen wir eigentlich nur eine kleine Extension mit reinzubekommen. Ihr versucht von hinten euch nach vorne zu bewegen und dann das Gesäß wieder zu aktivieren. Eine geile Variation, die der Ecki mir vorher gezeigt hat, ist das Ganze noch mit einer Rotation zu versehen. Mit einer Lateralflexion, genau. Auch hier 10 bis 12 Wiederholungen, beiden Seiten, viel Spaß. So, und jetzt kommen wir wieder zur letzten, dritten und meiner persönlichen Lieblingsübung. Der Ecki schnappt sich eine relativ leichte Kettlebell. Ihr geht in den breiten Stand, habt die Zehenspitzen nach vorne gezeigt, bewegt euch auf eine Hüfte und versucht unten in diesem Level zu bleiben und die Hüfte nach links bzw. rechts zu schieben. Warum die Kettlebell? Die Kettlebell hat natürlich zum einen ein Gegengewicht, das euch noch tiefer in den Stretch führt. Auf der anderen Seite aktiviert es ein bisschen eure Stabi-Fähigkeit. Da werdet ihr auf jeden Fall sehr, sehr großen Effekt erzielen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Servus.